Moin und herzlich willkommen zurück zu Ark Storytime und wir sind immer noch da, wo wir letztes Mal auch waren. Der Spino hat gerade ein bisschen gekämpft, würde ich sagen. Also er wurde angegriffen und hat das Ding kurz platt gemacht. Und heute machen wir folgendes. Also wir haben jetzt die zwei Dung Beetles, was sehr, sehr wichtig ist. Was macht Skipper da? Entschuldigen Sie bitte. Wir wollen doch alle hier drin behalten. Auf jeden Fall haben wir die zwei Dung Beetles und ich habe keine weiteren gefunden. Die sind halt weggespawnt, warum auch immer. Da waren ja 5, 6, 7, ich weiß gar nicht, wie viel das waren. Auf jeden Fall haben wir somit eigentlich alles vorbereitet, was wir vorbereiten können, beziehungsweise was ich vorbereiten wollte. Das heißt, wir werden jetzt uns auf den Weg machen und wir werden zu der Base-Location fahren, zu der ich gerne möchte. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal los und der Spino folgt uns dann einfach durchs Wasser. Der passt leider nicht aufs Floß, beziehungsweise ich müsste das Tor wegnehmen und dann wäre das ganze Ding auch voll und es sollte aber eigentlich auch so klar gehen, dass er uns hinterherkommt. Ich habe ihn jetzt auf Passiv gestellt, damit er eben keinen Quatsch macht, wenn wir unterwegs sind. Also falls er angegriffen wird, wir fahren einfach weiter und hoffen, dass er dann das Ganze überlebt. Und der Plan ist jetzt nicht nur, dass wir jetzt hinfahren zur Base-Location und uns da endlich mal so ein bisschen niederlassen, sondern ich würde ganz gerne in dieser Folge auch einen Argentavis zählen, weil mit dem können wir dann endlich anfangen, auch das Gewächshaus zu bauen, weil wir dann mit ihm zum Vulkan kommen und ordentlich farmen können. Denn da hat er einen Buff auf Metall und Kristall, soweit ich weiß, und dementsprechend können wir damit ordentlich was tragen und dann das Gewächshaus anfangen. Es wird wichtig sein, damit wir einige Level noch machen können, einfach damit wir die Narkosebärenproduktion am Start haben und dann unser Fleisch eben verwenden können. Um Narkosemittel herzustellen, ist einfach ein sehr effizientes Mittel, um noch zu leveln. So, im Prinzip sind wir da und der aufmerksame Zuschauer wird merken, dass wir hier unter Umständen schon mal waren. Vor zwei Folgen, wenn mich nicht alles täuscht, waren wir hier, um dann unsere Wölfe zu holen und beziehungsweise noch um das zu retten, was irgendwie übergeblieben ist, als wir da im Schneebiom gestorben sind. Und von hier aus werden wir uns dann weiter ins Landesinnere begeben. Ich glaube, wir lassen soweit alles hier drin an Material, was wir bisher haben. Das kann ich später noch nachholen. Das brauchen wir, glaube ich, aktuell in der Base nicht. Und wenn nicht, bin ich mit einem Wolf auch wieder relativ schnell hier. Das heißt, wir nehmen jetzt soweit alle Tiere mit. Die lassen wir uns hinterherlaufen. Die Dung Beetles nehme ich gleich in die Hand. Zumindest einen davon. Da muss ich zweimal laufen. Denn die kann ich noch tragen, wenn ich auf dem Wolf drauf sitze. Wir pfeifen uns mal alles, das und soweit alles hinterherläuft. Wir haben nur noch den einen Dung Beetle. Den hole ich, wie gesagt, noch nach. So, wir sind auch da. Es ist alles angekommen. Auf der Karte sieht das Ganze jetzt, man sieht es immer noch nicht, wie folgt aus. Wir befinden uns hier neben Sumpf und Redwood und der Vulkan. Ist halt hinter diesem Berg, beziehungsweise hier vorne. Und wir lassen uns erstmal hier unten nieder, weil das eine relativ kleine Fläche ist, die wir gut kontrollieren können. Wir sichern das Ganze oben mit Spikes ab und dann passt das. Und irgendwo läuft doch hier noch ein Terzi rum. Und den werden wir, glaube ich, mal eben auseinanderpflücken. Auf geht das. Ja, das war's auch schon. Sehr schön. Da brauchen wir nicht mal die ganzen vereinten Kräfte. So, wir haben uns ein bisschen, naja, eingerichtet wird viel gesagt, aber wir haben ein bisschen was gemacht in der Base jetzt. Und zwar stehen jetzt zu zwei Seiten einmal hier so ein kleines Tor. Okay, da passt das Spino nicht durch, ist mir auch aufgefallen. Ich habe nochmal ein paar Spikes hier lang gezogen, damit erstmal nichts reinläuft. Wie gesagt, ein ganz kleiner Bereich erstmal. Der reicht fürs Erste. Oben haben wir auch ein paar gesetzt, sodass also von hier oben eigentlich auch nichts reinfallen kann, dass die Base also sicher ist. Auch wenn ich unterwegs bin. Und als nächstes würde ich gerne AG zähmen und dafür bräuchte ich in der Theorie erstmal einen Petri. Unser Petri ist ja leider in einer Folge gestorben, deswegen brauchen wir einen neuen und im Prinzip ist es auch komplett egal, welches Level der hat. Der muss mich nur ein bisschen tragen können und dann würde ich vor Ort ein Zähmgehege bauen. Ja, das sieht doch hier ganz gut aus. Level 52 dürfte okay sein, der kommt auch gerade runter. Den bolern wir direkt mal und das war's schon mit dem Kollegen einmal in den Kopf. Und vielleicht noch ein zweites Mal. Nö, einmal reicht schon. Sehr schön. Und weil wir die Zeit haben und den auch sowieso brauchen, um Otter zu zähmen, damit wir auch Siliziumperlen farmen können, holen wir uns den Kollegen mal aus der Luft. Ja, vorbei, das gibt's doch gar nicht. Was war das denn jetzt? Er landet und kippt dann um. So, und der wacht auch relativ schnell wieder auf und er braucht, glaube ich, Fisch. Wenn mich nicht alles täuscht. Bratener Fisch soll besser funktionieren als der rohe laut Dododex. Dann nehmen wir den einfach mal. So, der Kollege ist schon fertig und er kann mich auch mit dem Gewicht, was ich momentan habe, tragen. Sehr schön. So, der Kollege hier ist auch fertig, beziehungsweise die Kollegin, beides Weibchen. Den können wir jetzt aufheben und halt wieder durch die Gegend schmeißen und so. Ihr seht schon, jagen und zurückkommen. Dann können wir eben einstellen, dass er für uns Fische sammelt. Und die Fische brauchen wir dann später, um einen Otter zu zähmen. Und mit dem Otter können wir, wie gesagt, Siliziumperlen fahren.
haben und das heißt, dann können wir nämlich den Spino-Sattel machen. Generell farmt er auch schwarze Perlen. Wir nehmen den mal auf die Schultern. Beziehungsweise auf die Schulter. Kann ich? Was? Darf jetzt nur den eintragen? Okay, dann sollen die mir einfach alle folgen. Dann geht's einmal nach Hause und dann werden wir uns einen Agi holen. Mann, gut, dass wir oben die Spikes aufgebaut haben, weil er jetzt hier gegen den Dilo kämpft. Und die werden locker schon dreimal unten in die Base reingeflogen. Dann mit dem Spino jetzt richtig Action gegeben. Puiuiuiui. Ja, die sollen wir machen, solange wir uns da raushalten können. Ich würde jetzt mal ganz gerne ausprobieren, wie das mit dem Vogel tatsächlich geht. Wie der für uns sammelt. Ob ich ihn da wirklich auf Jagen stellen muss. Beziehungsweise ob ich ihn einfach drauf hetzen kann, wenn ich irgendwo Fische sehe. Es gibt ja diesen Befehl mit hier angreifen. Mal sehen. Okay, hier unten ist jetzt ein Fisch. Und den hat er jetzt anvisiert. Den kann ich da rauf pfeifen. Und jetzt müsste er theoretisch ihn holen, aber er kreist und kreist und kreist. Es packt dazu und er hat sich den gut. Nice. Sehr cool. Das heißt, wir können jetzt zu uns pfeifen und er droppt uns dann den Fisch, der jetzt hier wieder runterfällt. Oh Gott, das Auge. Guck dir mal das Auge an. Igitt. Was ist das für ein Auge? So, den kann ich jetzt ziehen oder halt dann auch abfarmen. Oh, das gibt dann Prime. Ah, nice. Sehr cool. Heftiger Typ auf jeden Fall. Na, da war ja noch ein Fisch unten. Ich probiere das nochmal eben aus. Also so bekommen wir auf jeden Fall später dann den Fisch für den Otter. Da vorne ist noch einer. Wir könnten uns theoretisch dann sogar noch einen besseren davon zähmen, weil der uns jetzt Prime Meat liefert, also Fisch Prime Meat. Und das würde ja noch besser dann zähmen. Also ihn oder seine Kollegen. Sehr cool. Ich weiß gar nicht, auf was ich ihn jetzt irgendwie leveln muss, damit er besser wird. Wir machen mal Nahkampfschaden. Also ist schon mal sehr, sehr cool zu wissen, wie das funktioniert. Und jetzt machen wir das, was wir eigentlich ursprünglich machen wollten. Wir suchen uns jetzt einen Agi und zähmen den dann mal. Und vielleicht finden wir sogar einen ordentlichen. Irgendwas um die 150 vielleicht sogar. Und vielleicht auch mit guten Werten. Also vielleicht gutes Gewicht drauf oder viel Leben. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall sollte der nützlich sein. Den Drop werden wir uns nochmal gönnen. Es ist eine... ja... wow. Ein Bauplan für eine Steckdose. Lit. Oh, eine Pumpgun und wir kriegen ein Schild raus aus dem gelben Drop. Wie nice ist das denn? Kann der Petri bitte ein bisschen weniger rumspacken? Aber dafür sind wir jetzt zu schwer, ne? Jetzt sind wir volle Kanne zu schwer für den Jungen. Naja, immerhin ein bisschen können wir noch fliegen. Vielleicht kriegen wir noch ein Level oben drauf. Dann können wir uns noch ein bisschen besser bewegen. Wir brauchen auf jeden Fall gleich die Geschwindigkeit, um den Agi zu zählen. Wobei ich sagen muss, wahrscheinlich nutze ich das Spot-Schild eh nicht. Also weg damit. Die Pumpgun wird wichtiger sein. 104. Das hört sich schon mal vernünftig an jetzt hier. Das ist relativ hoch für die Verhältnisse, die wir sonst haben. 36 und 4 oder sowas. So, ich habe mal das Zähmgehege fertig gebaut. Hat ein bisschen gedauert, aber es steht. Wir können hier locker flockig mit dem Petri durchfliegen und einfach einen Agi pullen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach auch mal. Wir haben ja einen 104er gesehen, weil das, wie gesagt, vom Level her das höchste war, was jetzt rumgeflogen ist. Der war irgendwo hier vorne. Mal gucken, ob wir den wiederfinden. Level 64. Leider nicht ganz das, was ich wollte. Bei unserem Glück wurde der wahrscheinlich schon wieder aufgenascht, der 104er. Da unten waren eben drei Alus, die da irgendwas gefressen haben. Könnte sein, dass das der Agi war. Wenn normalerweise so viel bewegen die sich ja gar nicht. Da ist er, Level 104. Doch nicht aufgefressen worden. Läuft hier ganz gemütlich unten am Boden lang. Den versuchen wir jetzt mal ein bisschen zu triggern. Und den ziehen wir jetzt schön in die Falle rein. Kann mal ein Stück schneller werden eventuell, aber lässt auch gar nicht von uns ab. Dann versuchen wir einfach so tief wie es geht, jetzt hier reinzukommen. Und er fliegt außen vorbei. Wird wahnsinnig. Er hat seinen Freund gesehen, den er jetzt aufpicken möchte. Jetzt sind wir doch wieder interessant für ihn. Einmal tief rein, einmal rausfliegen. Einmal zumachen den Kasten und der Agi ist da drin gefangen. Jetzt haben wir nur ein Problem. Ich habe vergessen, die Flinte mitzunehmen und ich habe nur drei Betäubungspfeile dabei. Das heißt, ich muss nochmal eben schnell einmal zurück und die Sachen holen. Aber dann wird der Junge auf jeden Fall fallen. Wobei, welches Geschlecht haben wir denn hier vorliegen? Wieder ein Weibchen. Ich bin heute nur am Weibchen ziehen. Hallo, wir sind wieder da. Sehr schön, er ist auch noch da. Kann ja manchmal sein, dass die despawnen, aber in diesem Fall nicht. 15. Umgefallen. Bitte geben Sie mir mein Prime Meat, Assistenten Petri. Das Prime muss in den Agi. Los. Der Argentavis, der erste, ist fertig. Er hat 51 Level drauf bekommen. Ist jetzt so mit Level 55. Ich habe noch keinen Sattel gecraftet, weil ich glaube, ich hätte es mitbekommen. Petri wahrscheinlich ja nicht, weil der halt echt vom Gewicht sehr, sehr low ist.
Aber das heißt, dass wir auf jeden Fall jetzt einen Argentavis haben, den ich hier noch irgendwie rauskriegen muss. Und somit können wir jetzt Kristallfarmen gehen ohne Ende und das Gewächshaus in Angriff nehmen und generell die gesamte Base. Das ist sehr gut. Ich werde das Video an dieser Stelle hier beenden, weil ich einfach im Singleplayer ja rausgehen kann, wo ich will. In der Zwischenzeit zur nächsten Folge bin ich natürlich schon wieder in die Base geflogen. Die Base sieht vielleicht schon ein bisschen anders aus. Eventuell steht da das ein oder andere Gerätchen schon, was wir auch auf dem Floß haben. Einfach nur, um in den Folgen ein bisschen Zeit zu sparen. Und ja, das war's soweit. Wir haben Agi, wir haben so ein Möwen-Ding, was uns Fisch angeln kann. Das wird sehr nice. Wir werden noch einen Otter holen. Wir werden noch den Spino-Sattel machen und. Es gibt also immer noch jede Menge zu tun. Und jetzt geht's eigentlich auch erst so richtig los, weil jetzt kommt die Base, jetzt kommen die ganzen Geräte und jetzt kommt die Vorbereitung für alle anderen Höhlen und vor allem dann auch für die Bosse. Also, ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn dir der Kanal gefällt und du auch mehr sehen willst, also Let's Plays, Tutorials und Guides zu Ark, dann kannst du gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.